Bei dem Tempo sind wir gegen Mittag in meinem Dorf. Was machst du, wenn wir dort ankommen? Wenn ich das Stirnband entfernt habe? Naja, außer mich umzubringen, meine ich. Ich gehe wohl zurück. Wohin zurück? Egal wohin. Dort, wo es Essen und Treibstoff gibt. Ich bin meistens unterwegs. Weißt du, vielleicht kannst du bleiben. Wenn du willst. Ich meine nur, wenn mein Vater hört, was du für mich getan hast, bietet er dir bestimmt ein Zuhause an. Wenn du das möchtest. Kaum zu glauben, dass wir hier sind. Halt an! Halt an, halt an! Hier ist es! Mit dem Motorrad geht's nicht weiter. Es würde das Abwehrsystem auslösen. Fremden gegenüber ist mein Vater etwas eigen, also... Also lass besser mich reden, wenn wir da sind, okay? Okay. Oh, seltsam. Was? Warum sind die Geschütze am Tor aktiviert? Wie kommen wir jetzt rein? Gehen wir weiter zum Wachposten. Wir brauchen ein Funkgerät, dann lassen sie uns rein. Komm mit, Monkey! Ja, Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved. Und ja, mysteriös, was da alles so vor sich geht. Kein Mensch zu sehen, alles aktiviert, pipapo. Da können wir uns ja schon auf einiges gefasst machen, denke ich mal. So. Noch die Orbs gefunden. Und Trippy wartet da vorne auf uns. Und Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, dieses Level-Design ist ja mehr als gigantisch, ja. Schaut euch die Maps an. Kommt das nicht wirklich gut? Gut. So viel zu meiner Begeisterung. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch das schon... ob ich das schon erwähnt habe. Das Spiel hätte ja ein Spielfilm werden sollen, ist aber abgelehnt worden, was ich nicht verstehe, weil die Story ist ja für Sci-Fi und Zukunftsgeschichten eigentlich ja recht gängig. Sklaven, die entfliehen. Seltsam. Mag es nicht hier. Er sollte doch die Brücke bedienen. Da oben. Hallo? Mark! Ist da jemand? Mark ist nicht da. Na gut. Monkey, die Brückensteuerung ist da oben. Okay. Ich finde schon einen Weg dahin. Na, wie kann es auch anders sein, gell? Sie schafft an und er springt. Das ist halt noch ein richtiger Mann. Schaut euch das an. Sieht aus wie meine ehemalige Schwiegermutter. Na gut. Okay. Da, alte Rohre. Zahnwerk. Ja. Zahnräder kommen nicht mehr gut. Runter. Ja, klar doch.
glaube, wir müssen da ja so oder so weiter, gell? Darum springen wir jetzt nicht durch die Gegend und holen uns Trippy. Tucker. Trippy Tucker. Jawohl, Kneefrau, jawohl, Kneefrau. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Kann's kaum erwarten, meinen Vater wiederzusehen. Ziemlich ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Warum nicht einfach Geschütze und Waffen? Das war Marks Idee. Er liebt es halt, Brücken hoch und runter zu klappen. Also lassen wir ihm seinen Willen. Wir müssen da hoch. Aha. Gut so. Komm schon, tu es. Komm schon, tu es. Zum Benutzen drücke B. Ja gut, also ich glaube, das wird jetzt ein wenig kompliziert für einen wie mich. Logikverständnis gleich 0. Weil sie läuft ja nicht drauf, also dann werden wir sie wieder bitten, das zieh den Hebel runterziehen zu lassen. Ja, dann werden wir darauf laufen einfach. Und also okay, jetzt geh rüber. Wie Trippy alles sagen, das kommt ja gut. Okay. Ah. Du kannst jetzt rübergehen. Gut. Und schon sind wir hier. Ja. Hm, seltsam. Hier ist auch keiner. Naja, hilf mir da hoch. Ja, und du laufst schon wieder voraus, einfach so, haha. Ja, das war gar nicht so schlecht. Okay. Na klar. Hey, bist du okay? Ja, alles klar. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das sollte nicht passieren. Muss irgendwie beschädigt worden sein. Das ist ja alles so mysteriös jetzt. Komm, Maki, du kannst es ja. Gut, Schrecksekunde vorbei. Alles klar. Der Wachturm. Noch mehr Brücken. War das wirklich nötig? Das musst du Mark fragen, wenn du ihn siehst. Er sagt, sie sind perfekt, um die Mechs fernzuhalten, weil man menschliche Intelligenz braucht, um sie zu verstehen. Aber er hat Brücken wohl einfach gern. Gut so. Ja, wir gehen einmal drauf los. Vielleicht schaffen wir das in einem Schwung. Mit ein wenig Glück. Den Hebel. Komm, Trippy, zieh.
Brücke hoch, Brücke runter. Mark findet sowas eben faszinierend. Trip. Ja? Ich habe genug gehört von Mark und Brücken. Gut, probieren wir es jetzt. Vielleicht haben wir ein wenig Glück. Zieh den Hebel. So ein Pech. Gut. Ah, das haut auch nicht hin. Gut so. Dann Trippy, komm. Okay, ziehen. Überquer sie jetzt. Trippy, lauf. Lauf doch, mein Schatz. So, jetzt probieren wir das nochmal. Zieh den Hebel. Scheiße. Ach ja, Leute, das kommt nicht gut. Ich glaube, das müssen wir auf zweimal machen. Dann laufe ich nochmal rüber. Hol Trippi nach und dann müsste das ja funktionieren, oder? Du kannst jetzt rübergehen. Ja. Ich frage mich, warum es hier so ruhig ist. Ich will zum Wachturm nachsehen, was los ist. Im Wachturm muss jemand sein. Ja, okidoki, es ja. Hält immer jemand Wache, egal was ist. Trip ist recht agil jetzt, gell? Die ist ziemlich rasch unterwegs. Unmöglich! Die Posten sind immer bemannt. Oh oh. Basis, bitte komm. Hier ist Posten 9. Könnt ihr mich hören? Over. Basis, bitte komm! Was ist da bloß los? Was ist los? Trip. Nein, nein! Nein! Trip. Trip! Alles klar, Leute. Wir machen hier einen Schnitt.